Ja moin, willkommen zu Folge 140 und es geht mal wieder am Zoo weiter. Nach dem geglückten Lichtfest soll an dieser Stelle ein neues Gehege bzw. eine neue Attraktion für den Zoo entstehen. Und der Vorarbeiter hat auch schon frische Männer für diese Aufgaben herangeordert. Und hier kommen sie. In der ersten Karre mit schwerem Gerät für die zukünftigen Handbaggerschauverführer und wenn es mal ganz haarig werden sollte, auch mit kleinen Explosivmitteln. Für Erfrischung wird natürlich auch gesorgt. Wie ihr seht, wurde das Gerüst schon beiseite gestellt und der Vorarbeiter hat den Bereich auch schon abgesteckt, der ausgehoben werden soll. Einmal ist der Vorarbeiter nicht dabei und schon lassen sich die Handbaggerführer von den Fliesenlegern und den Gärtnern anstacheln. Und was kommt dabei rum? Sie haben kurzerhand die abgesteckte Baugrube verdreifacht. Aber was soll's? Ich glaube, die vier wissen schon Bescheid, was da reinkommt und wollten diesem Tierchen mehr Platz gönnen. Die Männer mit der Schaufel sind kurz vor Fertigstellung der Baugrube und der Aushub lässt auch nicht zu wünschen übrig. Da die Fliesenleger und Gärtner die Männer mit der Schaufel so energisch angefeuert haben, haben die sich bei ihren Getränken bedient. Aber diese, wie man sieht, mit doppelter Münze, nein, mit doppelter Anzahl von Flaschen zurückgezahlt. Die Baubesprechung hatte länger gedauert und aufgrund der Schocks bezüglich des Tageswerks der Handbaggerschauverführer hat sich der Vorarbeiter auch ein Getränk genommen. Um die Spannung noch etwas länger aufrechtzuerhalten, wird in dieser Folge auch nicht verraten, für welches Tierchen dieses Werk vollbracht wurde. Ich möchte diese Folge nicht beenden, um nicht doch noch ein, zwei Worte über diese Hand-Sackkarre zu verlieren. Diese kam in insgesamt 84 Sets vor. In 82 Sets davon war sie rot. Und diese wurde in den letzten 6 Monaten für 40 Cent neu oder 17 Cent gebraucht verkauft. Dann gab es sie noch in einem Set, da war sie Dark Pink und zwar in der 3189, dem Pferdestall aus einer Friends-Serie. Und bei Brickling wurde sie in den letzten 6 Monaten für 1,50 neu und für 59 Cent gebraucht verkauft. Und nun kommen wir zum absoluten Highlight, der gelben Sackkarre. Diese gab es nur in einem Set. Und das war meiner Meinung nach bisher das schönste Eisenbahngebäude, das Lego verkauft hat. Und zwar meine ich den Lokschuppen von 2003, die Nummer 10027. Und diese gelbe Sackkarre wurde bei Brickling in den vergangenen 6 Monaten für 13,30 Euro neu und 14,54 Euro gebraucht verkauft. Ein paar Bilder von diesem Lokschuppen möchte ich euch nicht vorenthalten. Da ich in dieser Folge genügend Worte über Handkarren oder Sackkarren in den Farben Red, Dark Pink und Yellow verloren habe und ich in dieser Folge 624 Steine verbaut habe, wovon knappe 500 wohl hier rumliegen, ist Schluss für heute. Zum Abschluss lasse ich natürlich nochmal 2 Züge fahren.
Diesmal ist es die 4564, der Güterzug aus dem Jahre 1994 im inneren Kreis und im äußeren Kreis die 10233 der Horizon Express aus dem Jahre 2013. In doppelter Ausführung, denn alleine macht er ja keinen Spaß. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.